Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schokibanoki Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen. Sashi schnippt schon rum, weil er ganz nervös ist auf das Geburtstagskind des Tages. Das ist nämlich heute Björk. Ah, Björk, das ist eine Isländerin, glaube ich. Richtig. Genau. Björk Gudmundsdóttir. Ah, die heißt wirklich Björk? Die heißt wirklich mit Vornamen also, Björk, ja. Okay. Bekannte isländische Sängerin, sehr abgefahrene Musikprojekte, die sie so hatte. Und ja, wie gesagt, am 21. November 1965 geboren. Also ich glaube, in den letzten Jahren ist sie eigentlich mehr so durch ihre aggressiven Interviews oder Auftritte gegenüber der Presse aufgefallen. Ja. Wobei man es manchmal nachvollziehen kann, ganz ehrlich. Genau. 21. November 1783 beginnt die bemannte Luftfahrt. Okay. Die Franzosen, jetzt pass auf, Jean-François Pilatre und, nee, anders, die Franzosen Jean-François Pilatre de Rossier und François Dollande unternehmen einen Ausflug mit dem Ballon und fliegen 12 Kilometer weit, also hier in den nächsten Ort, ja, und erreichen dabei eine Höhe von 1000 Metern. Warum die 1000 Meter hoch und dann 12 Kilometer weit und dann runter, weiß kein Mensch. Ja. Aber, ich meine, sie haben es getan. Die hätten auch einfach nur in die Richtung, wären sie weitergekommen. Aber richtig. Nein, die müssen hoch, rüber, runter. Hoch. Very complicated, würde ich sagen. Aber ja, gut, das war 1783. Da tickt denn die Uhren noch gar nicht. Hoch und rüber ist ein gutes Stichwort. Achso. Ja, hoch und rüber ist ein gutes Stichwort. 21. November 1620. 1600? Ja, die Mayflower, ein berühmtes Schiff, du erinnerst dich, ja, bringt die ersten britischen Pilgerväter an die Küste von Massachusetts in den USA. Ah, und dann waren die Engländer... Die Pilgrims, genau, einmal rüber. Dann waren die Engländer genau. In den... Die Puritane. Hieß das so? Ja. Pilgerväter. Puritaner. Ja. 1620, da ging das los mit der Besiedlung von Amerika. Mann. Ja. Und das war am 21. November. Ja. Was aufregend. Was am 22. November ist, das könnt ihr morgen sehen. Und bis dahin sag ich, Cheerio, Miss Sophie. Gute.